Ja, hallo und herzlich willkommen zum letzten Kapitel von Ghost Trick. Ja, beim letzten Mal sind wir 4 Minuten vor dem Tod von Yomiil gereist. Und wir wissen nicht genau, wann das sein wird. Aber das werden wir jetzt herausfinden. Letztes Kapitel. Schauen wir mal, wo wir gelandet sind. Wann ist Yomiil gestorben? Vor 10 Jahren, als der Temsig-Meteorit vom Himmel fiel. Wir sind in der Zeit zurückgereist und nun stehen wir am Ort des Geschehens. Der Anfang dieses Stückes steht vor seiner Neuaufführung. 4 Minuten vor dem Tod. Temsig Park. Ah, da ist die kleine Lin. Und spielt mit einem dampfenden Haufen Blätter? Fertig! Hat sie sich da irgendwas gebacken? Halt! Geben Sie auf! Glauben Sie wirklich, dass Sie mich abhängen können? Beruhigen Sie sich! Legen Sie die Waffe weg! Zurück! Wenn Sie näher kommen, erschieße ich Sie! Huch, oh, ein Kätzchen. Kusch, sonst wirst du noch verletzt. Und da kommt der Meteorit, ja? Und das ist unbedingt der besagte Splitter. Okay. Und da ist auch wieder Milo, das Maskottchen vom Temsig Park. Ja. Alles in Ordnung. Jetzt ist alles gut. Bist du verletzt? Sie haben mich gerettet? Ich habe nur meine Arbeit getan. Die Götter, sie haben dich gerettet. Was ist Ihre Arbeit? Ich bin Kommissar. Das wäre dann also der Temsig-Meteorit, ja? Er ist schön, wenn man ihn aus diesem Winkel betrachtet. Er hat unser aller Schicksal komplett verändert. Wir könnten nicht verhindern, dass der Temsig vom Himmel stürzt. Aber vielleicht können wir dich vor dem Splitter und damit dein Leben retten. Ich weiß nicht. Was ist los, Kommissar Jode? Ehrlich gesagt habe ich Angst. Wenn der Meteoritensplitter ihn nicht erwischt hätte, hätte ich ihn sicher erschossen. Möglicherweise können wir nicht verhindern, dass sie sterben. Damit komme ich klar. Was ich getan habe, ist unverzeihlich. Wie sich die Zukunft auch ändern mag, diese Tatsache bleibt. Wenn es mein Schicksal ist, hier zu sterben, dann akzeptiere ich es. Das ist unser letzter Kampf gegen das Schicksal. Dann folgt eine neue Zukunft. Okay, legen wir los! Alles klar. Mit so vielen Geistern sind wir noch nie auf einmal zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft, genau. Zurück in die Vergangenheit gereist. So. Wie sollen wir dich retten? Wenn Lin einfach woanders hinginge, wäre das sicher eine Lösung. Wo ihre Süßkartoffel fast fertig ist. Ha! Sie wird sich keinen Millimeter bewegen. Aber wisst ihr, ich frage mich, ein kleines Mädchen, das allein im Park Musik hört und eine Kartoffel röstet. Was ist denn das für eine Kindheit? Hat nicht wirklich jeder mal so einen Tag? Mache doch deswegen keinen Vorwurf. Wenn Lin sich nicht von der Stelle bewegt, muss sich eben der Splitter bewegen. Ja, aber echt, macht sich da im Park eine Süßkartoffel einfach so mit Bäumen drumherum und so? Naja, dann lass es dir mal schmecken, Lin. Alles klar, okay. Dann schauen wir mal, was wir tun können. Und welche Rolle diese Katze noch spielen wird. So. Ich bin da und Rakete ist da. Ich hätte nämlich schon mal eine Idee, wenn ich da oben dran komme, diese Gläser
haben nämlich dieselbe Form wie Milo. Das heißt, wenn wir Milo dahin machen, wir haben ja gesehen, dass der... dass der später durch das Glas durch ist und wir Milo dahin stecken, dann wird auf jeden Fall der Splitter schon mal aufgehalten. Schauen wir mal, gegrillte Süßkartoffel, Kopfhörer aufdrehen. Und da fliegt die Süßkartoffel weg. Was tust du da? Du machst noch voll an Lins Ohren kaputt. Tut mir leid, ich habe nicht nachgedacht. Sie haben sie ganz schön erschreckt. Sie hat sogar ihre Süßkartoffel fallen lassen. Und ich weiß, wie sehr dieses Mädchen ihr Essen liebt. Jedenfalls hat sich ihr Schicksal geändert, wenn auch nur ein wenig. Super. Ich glaube, das war die einfachste Schicksaländerung, die wir im Spiel hatten. Aber auf jeden Fall können wir damit hier rüber. Ich muss nur Rakete einmal hier aus dem Weg schaffen. Ah, ich drücke mal die falschen Knöpfe. Okay. Wir können den Korb rütteln. Wir können die Düse... Ah, warte mal. Wenn wir den Korb rütteln, fällt dir eine Süßkartoffel da raus. Kannst du... Jawohl, dann kann Rakete in die Süßkartoffel rein. Ich gehe in diese Düse und sprühe ihn dann mal da hoch in den Brunnen. Oh, schau dir die Süßkartoffel an. Diese große furchteinflößende Süßkartoffel. Das ist keine Süßkartoffelrakete. Das ist Nino. Oh, ja, natürlich. Aber die hat dieselbe Form. Aber schau dir die Kartoffel und Milo mal an. Jetzt gerade haben sie die gleiche Form. Meinst du also, du kannst sie tauschen? Gute Idee, Rakete. Okay, dann lege ich los. Und ich brauche deine Hilfe. Meine Hilfe? Ja, Ghost. So. Doch, das war schon richtig. Ich komme da nicht dran. Ich hätte erst die Süßkartoffel wechseln müssen und dann darüber. Aber dann hätte ich diesen Düsen nicht sprühen können. Au, das ist ein Problem. Was mache ich denn jetzt? Also ich kann jetzt mit dieser Düse sprühen, ja, aber... Das bringt mir gerade überhaupt gar nichts. Und die Düsen kann ich nicht tauschen, die haben nicht dieselbe Form. Nee, das bringt nichts. Das ist schwerer, als ich dachte. Der Meteorit fällt gleich. Oh oh, wir müssen den Weg des Splitters ändern. Sieht so aus, als wären Wege und Schicksale nur schwer zu ändern. Es muss einen Weg geben. Hätten wir beide besser zusammengearbeitet, hätte ich gedacht, wir hätten etwas tun können. Hätten? Warum spricht er im Konju... Warum sagt er hätten? Ja, wir haben wahrscheinlich schon verpasst, das, was wir hätten tun müssen. Deswegen gehe ich jetzt wieder zurück zur Schicksalsänderung und gucke mir erstmal an, was wir tun können. So, bla bla bla, ich erschieße sie. Was kann ich hier denn noch tauschen? Was hat die ähnliche Form? Die gegrillte Süßkartoffel könnte ich eventuell mit etwas tauschen. Aber mit was? Das ist die Frage. Mit was? Was kann ich machen? Ich muss mal alles nochmal genau angucken. Ich habe hier die Düsen, ne? Die kann ich aber nicht tauschen. Das heißt, mit Rakete kann ich hier erstmal nichts tun. Die gegrillte Süßkartoffel kann ich anscheinend auch nicht tauschen. Ich kann aber in die Laterne rein. Aber das bringt uns gerade nichts. Gut, ich gehe erstmal hier rein. Dann wechsle ich mal zu mir und werf die Süßkartoffel da raus. Und jetzt? Was kann ich jetzt tun? Wenn ich die nach hoch kriegen... Moment, warte mal. Zurück. Trick und dann direkt in die Geisterwelt, damit ich in die Süßkartoffel rein kann. Ah, das ist schon zu spät. Okay, gut, ich muss die Zeit nochmal zurückdrehen. Aber ich kann mich selbst in der Süßkartoffel da hoch katapultieren, um dann die mittlere Düse zu aktivieren. Das ist die Möglichkeit. Okay. Noch einmal. Rakete, du gehst jetzt bitte einmal dahin. Ja, das ist in Ordnung.
Und ich rüttel erstmal in den Korb hier. So. Dann kann ich ihm die Düse und das Ding da hochbringen. Und ich gehe schnell da rein. Damit komme ich da hoch. Wunderbar. So. Komme ich von da aus überhaupt in die Süßkartoffel? Jawohl. Sehr gut. Nein. Bleib in der Geisterwelt. Ich brauche jede Sekunde, die ich haben kann. Höher sprühen, das ist gut. Das will ich nämlich tun. So, jetzt kann ich Rakete dann nämlich hochbringen. Und kann den mit Milo tauschen. Bringt mir das irgendwas? Kann ich das mit dem tauschen? Ja, kann ich machen. Okay. Ich kann auch Milo da runterbringen, aber das... Ich will Milo da oben haben. Oh-oh. Oh, schau, der Laternenmast biegt sich. Aber noch bricht er nicht. Ein Wunder, dass er nicht längst abgeknickt ist. Vielleicht hält er noch ein bisschen durch. Wenn ich mich recht erinnere, hat er später das Temsig beim Fall das Lampenglas zerschlagen. Aber wenn Mino an Ort und Stelle bleibt, sollte das Schicksal sich verändern. Oder er wird einfach zerdrückt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wo ist denn jetzt eigentlich das Glas hin? Ist es kaputt gegangen oder wie? Uiuiui, das sieht sehr wackelig aus. Ich würde da weggehen, wenn ich du wäre, Jumil. Der Meteorit fällt gleich. Keine Sorge, Rakete, wir sind bereit. Schau nur, was mitten im Weg des Splitters liegt. Oh, okay. Die riesige, große Süßkartoffel. Wenn ihm etwas in den Weg versperren kann, dann das grottenhässliche Ungetüm. Autsch. Jedenfalls sollte sich der Weg des Splitters ändern. Na, wo bleibt er denn? So, genau, da kommt der Meteorit. Ist natürlich doof, dass wir jetzt die Sequenz nochmal ansehen müssen. Wahrscheinlich vielleicht nochmal. Da, wie war das? Schau, der Kurs des Splitters, er hat sich ein wenig verändert. Jetzt sollte sich Jummels Schicksal auch ändern. Moment mal, schau dir nochmal die Flugbahn des Splitters an. Jetzt, da sie sich verändert hat, was ist jetzt im Weg? Im Weg? Nein! Aua. Ah. Kommissar Jode, der Temsig-Splitter ist durch sein Bein geschossen. Was? Aber das Schicksal hatte noch eine andere böse Überraschung parat. Komm schon, leg sie weg. Hä? Jode, leg die Waffe weg. Jetzt. Sonst wirst du ihn erschießen. Ob das an seiner Ausbildung liegt? Nein, der Emulator macht Zicken. Bitte, bitte häng dich nicht wieder auf. Nicht in der letzten Folge, wo es gerade so spannend ist. Obwohl er von Schmerzen geschüttelt wird, zittert die Pistole kein bisschen. Leg die Waffe weg! Nein! Ich wusste es. Das war mein wahres Schicksal. Letztendlich habe ich ihm eigenhändig das Leben genommen. Das lasse ich nicht zu! Rakete. Ah, das können wir mit der Süßkartoffel tauschen. Die Kugel hat mitten in der Luft angehalten. Ich bin hier in der Kugel. Und jetzt tauschen wir sie mit etwas anderem. Was? Womit? Kommissar Jode, der Meteoritensplitter hat sie dazu gebracht, den Abzug zu betätigen. Wir lassen sie nicht zum Mörder werden. Wir müssen beweisen, dass Mord nicht sein wahres Schicksal ist. Und dazu müssen wir diese Kugel aufhalten. Es muss ja etwas mit der gleichen Form wie die Kugel geben. Ja, die Süßkartoffel hier unten. Da, seht ihr? Die hatte genau die gleiche Form wie damals die Mütze und der Helm. Also damals, früher in diesem... In der Zukunft. Also, ja, ist ein bisschen kompliziert. Ihr wisst schon, was ich meine. In dem Büro vom Schrottplatz. Man kriegt da zwar die Süßkartoffel ab. Oh. Ah, oh nein, wir haben die Kugel aufgehalten. Aber wir konnten ihn trotzdem nicht retten. Das stimmt nicht. Mein Rücken wird vielleicht immer noch durchbohrt. Aber ich lebe noch. Was? Ich bin nicht tot, ich bin nur bewusstlos. Aua. Okay, also hat sich dein Schicksal, was den Tod angeht, geändert, aber dieses Schicksal anzusehen tut weh, in jeder Hinsicht. Das finde ich nicht. Solange ich lebe, bin ich zufrieden. Aber wir haben eines übersehen. Das Rad des Schicksals drehte sich langsam weiter. Oh oh. Mino, mach keinen Blödsinn. Achtung! Wach auf, du musst da weg! Nein! Verdammt, mein Bein versagt.
Es ist vorbei, die Zeit ist um. Fräulein Lin! Das ist nicht gut. Noch ist es nicht vorbei. Aber es gibt nichts anderes, mit dem ich tauschen kann. Warum lassen wir die Zeit nicht ablaufen und suchen dann einen Weg? Selbst wenn sie stirbt, musst du nur Besitz von ihrem Körper ergreifen. Und nun kannst du ihre letzten 4 Minuten so oft wiederholen wie nötig. Nein, das werde ich nicht tun. Warum nicht? Klar könnten wir ihren Tod rückgängig machen, aber die Erinnerung daran bliebe und würde eine Narbe hinterlassen. Ich lasse das nicht zu, nicht wenn ich es verhindern kann. Aber was sollen wir jetzt tun, selbst wenn wir zusammenarbeiten? Ich glaube, es gibt etwas, was wir tun können. Was? Was können Sister und ich tun? Vergesst nicht, dass ich auch hier bin. Mit 3 verschiedenen Kräften können wir diese Schlacht gewinnen. Diese Schlacht gegen den Tod. Yumiel. Sissel, deine Kraft besteht darin, Gegenstände zu manipulieren. Nutze deine Kraft, um das hier zu manipulieren. Hä, ich verstehe nicht. Vertrau mir, los. In Ordnung, dann gehe ich dorthin. Aber wird das... Ja gut, dann können wir die Süßkartoffel dahin schießen und Milo mit der Süßkartoffel tauschen. Aber klappt das in der Zeit noch? Ah, und da unten liegt die kaputte Glaskugel, alles klar. Oder das Oval, das Ei, die Süßkartoffel, die kaputte Glassüßkartoffel. Jetzt sammle deine Kräfte und bereite sie aus, als hänge dein Leben davon ab. Aber ich bin schon tot. In diesem Fall bereite sie aus, als hänge dein Tod davon ab. Gib alles. Und vergiss nicht, du hast nur den Bruchteil einer Sekunde. Okay, jetzt los. Verstanden. Und das soll in einem Bruchteil einer Sekunde... Wow. Jetzt bist du dran, Rakete. Was? Ich? Aber was kann ich tun? Ich glaube, du kennst die Antwort. Okay, verstanden. Aber dann ist Milo immer noch so weit oben. Das ist nicht gut. Du kannst sie tauschen. Diese Betonklotz kehrt an seinen ursprünglichen Platz zurück. Aber auch wenn ich sie tausche, ist er direkt über Fräulein Lin. Keine Sorge. Okay, ich tue es. Ich tausche. Okay. Zumindest gewinnen wir damit mehr Zeit. Es nützt nichts. Wir können den schrecklichen Milo nicht aufhalten. Was können wir jetzt tun? Verstehe nicht, was 1 oder 2 Sekunden mehr uns bringen soll. Oh, das hat schon geholfen. Diese paar Sekunden waren genau das, was ich wollte. Jetzt bin ich dran. Du? Oh. Du kennst meine Kraft, oder? Ich kann lebende Wesen beeinflussen. Warte mal, meinst du? Genau, ich werde das kleine Mädchen retten. Ich rette sie, indem ich meinen eigenen bewusstlosen Körper manipuliere. Au, 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 das muss doch wehtun. Aber dann stirbt er. Gute Götter. Das ist aber auch nicht das Ende, was ich haben will. Definitiv nicht. Ah, du bist wach. Hey, sieh da, ist dir Knie in Ordnung? Hä? Oh, alles in Ordnung. Nur ein Kratzer. Ich hatte Glück. Aber das Wichtigste ist, dass du unverletzt bist. Sie haben mich gerettet? Ich habe nur meine Arbeit getan. Die Götter, sie haben dich gerettet. Was ist ihre Arbeit? Ich bin Kommissar. Könntest mir einen Gefallen tun und die Polizei rufen? Du schaffst das sicher schneller als ich. Aber... Was ist das? Was ist das? Das ist eine Polizeimarke. Wir geben sie Kindern, die sehr tapfer waren. Eine Polizeimarke? Danke. Okay. Du weißt, was zu tun ist, kleine Kommissarin. Die Frage ist, lebt er noch oder ist er tot? Sind sie am Leben? Ja, leider. Halten Sie durch. Hilfe ist unterwegs. Wieso haben Sie eigentlich etwas so Waghalsiges getan? Um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht.
Als ich zu mir kam, bewegte sich mein Körper ganz von selbst. Es war, als würde jemand anderes mich steuern. Ich verstehe. Aber wissen Sie, ich bin froh, dass es passiert ist. Oh, das ist die Katze. Hey, Herr Kommissar. Ich habe dieses Kätzchen gefunden. Es lag da drüben. Jetzt, wo du es sagst. Ich habe es eben schon einmal gesehen. Ist wohl ein Streuner. Es ist so schlaff. Geht es ihm gut? Keine Ahnung. Es scheint bewusstlos zu sein. Komisch. Ich sehe keine Verletzung oder so. Armes kleines Kätzchen. Ich sollte es mitnehmen und mich um es kümmern. Möchtest du gerne mit mir mitkommen, kleines Kätzchen? Nun, sein Schicksal hat sich zumindest stark verändert. Wessen Schicksal? Das des Kätzchens natürlich. Das von Sissel. Von Sissel? Der Name Sissel weckt Erinnerungen in meinem Kopf. Das ist mein echter Name. All diese einsamen 10 Jahre lang warst du mein einziger Freund. Und? Erinnerst du dich jetzt? Alter Freund? Ja. Wir waren die ganze Zeit eine Katze. Ich glaube, ich erinnere mich endlich. Vor 10 Jahren war ich ein kleines Kätzchen, das sich in diesem Park verirrt hat. Ich war schwach und ganz allein auf der Welt. Bitte. Jemand soll mich ansehen. Huch. Oh, ein Kätzchen. Kusch, sonst wirst du noch verletzt. No, das arme kleine Kätzchen. Bitte, jemand soll seine Hand nach mir ausstrecken. Also ich hätte es gestreichelt. Ich war damals gerade gestorben. Ich hatte alles verloren. Mein Leben, mein Gedächtnis. Mein Körper bewegte sich nicht mehr, aber ich konnte die Hand nach ihm ausstrecken. Im nächsten Moment hat sich meine Seele auf das Kätzchen übertragen. Ohne Erinnerung an meine Identität lebte ich eine Weile zusammen mit dir als Katze. Schließlich fand der Mann sein Gedächtnis wieder und ich war wieder nur eine Katze. Dann holte der Mann sich seinen Körper zurück. Ich holte meinen Körper aus der Leichenhalle. Es gab da jemanden, den ich sehen musste. Nur einmal noch. Ich habe Besitz von meinem Körper ergriffen und bin zu ihrem Haus geeilt. Aber ich war ein kleines bisschen zu spät. Ich hatte sie gerade auf dem Weg ins Jenseits verpasst. Sie hinterließ mir eine Nachricht. Ich komme zu dir, Yumiel. Der Mann nannte mich Sissel. Das war der Name von etwas sehr Wichtigem, was er neben seinem Leben verloren hatte. Seiner Verlobten. Er hat mir einmal davon erzählt, aber ich habe es nicht verstanden. Ich war in diesen 10 Jahren sehr glücklich, aber nicht so der Mann. Und ich konnte nichts für ihn tun. Zehn Jahre lang wandelte ich durch die Dunkelheit, ohne ein Ziel. Im Laufe der Zeit veränderten meine Kräfte sich nach und nach. Zuerst konnte ich nur kleine Lebewesen und Dinge manipulieren. Doch nach einiger Zeit gelang es mir auch mit Menschen. Da wurde die Dunkelheit in mir schwärzer und mein Geist verwirrt.
Ich wollte Licht. Verzerrtes, künstliches Licht. Wenn ich mich an Lin räche, bekäme ich dieses Licht. Zumindest wollte ich das glauben. Ich ließ mein altes Ich auf dem Schrottplatz zurück und lief weg. Die schwarze Katze. Ich habe Besitz von Sissel ergriffen. Schließlich sähe es nicht aus wie ein Mord, wenn die Leiche einfach wegliefe. Also hast du dir den Körper deines alten Freundes geliehen. Sissel war in der Tasche, die ich heute Abend dabei hatte. Ich hatte nicht vor, meinen Freund in diesem Land zurückzulassen. Aber dann, als ich Besitz von seinem Körper ergriff, bemerkte ich etwas Schreckliches. Was? Sissel in der Tasche war tot. Was? Ich konnte sie nicht ganz kontrollieren. Die erste Kugel traf nichts. Zumindest dachte ich das. Aber sie hat etwas getroffen, oder? Sie traf Sissel in der Tasche. Ja, da habe ich mein Leben verloren. Direkt in der Anwesenheit der Temsig-Strahlung. Und so habe ich die Kräfte der Toten erhalten, meine Geistertricks. Jetzt verstehe ich. Darum habe ich als einziger meine Erinnerung nicht zurückbekommen. Weil ich die ganze Zeit dachte, dass ich diese Leiche bin. Und wenn man mal so darüber nachdenkt, was alles im Spiel passiert ist, gab es schon ganz viele Hinweise darauf, dass wir eigentlich eine Katze sind. Zum Beispiel, wir konnten nicht lesen, was daran liegt, dass wir eine Katze sind. Wir kannten einige Worte nicht, wie Entführung oder so. Nicht, weil wir unser Gedächtnis verloren hatten, sondern weil wir eine Katze sind. Wir konnten mit solchen Begriffen nichts anfangen. Und sehr, sehr viele Ratten in diesem Spiel mussten leiden, weil wir eine Katze sind, ja. Schließlich war es die einzige Leiche, die ich gesehen habe. Aber wie sich herausstellte, war es nicht die einzige Leiche. Mein wahrer Tod war direkt hinter dieser Leiche versteckt. Erinnerst du dich noch, was du zu mir gesagt hast? Dass du die ganze Zeit wusstest, dass ich Lin heute gerettet habe? Wenn du es wusstest, warum hast du nicht versucht, mich aufzuhalten? Ganz einfach. Ich konnte es nicht, selbst wenn ich es gewollt hätte. Hä? Warum nicht? Erinnerst du dich daran, dass es Unterschiede gibt in den Kräften, die wir bekommen? Ich kann alles kontrollieren, ob lebend oder tot. Aber du kannst einige Dinge tun, die ich nicht kann. Du meinst? Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, geschweige denn das Schicksal eines Toten ändern. Wenn ich das könnte, hätte ich dein Leben gerettet. Nicht nur das, ich hätte auch meine Verlobte gerettet. Aber du bist jetzt hier. 10 Jahre in der Vergangenheit. Nur dank deiner Kräfte. Ich habe mich einfach an dich drangehängt. Jedenfalls wurde der Anfang dieser ganzen Tragödie gewaltig verändert. Und mit ihm das Schicksal. Das Schicksal deines Todes. Das Schicksal des Kätzchens, Sissel. Und ich wette, dass sich auch das Schicksal der Frau geändert hat, die du liebst. Ja, da hast du wohl recht. Also, das war das letzte Schicksal, das abgewendet werden musste, oder? Also, Jumiel, sieht aus, als wäre dein Racheplan gescheitert. Ja. Und ich freue mich sehr darüber.
Ich glaube, ich verstehe jetzt, was sie in diesen 10 Jahren durchgemacht haben. Sie hat es verstanden. Sie hat geweint. Da war es mit meiner Rache vorbei. Sie hat mich aus der Dunkelheit gerettet. Nun, wir sollten zurückkehren. Ein neues 10 Jahre später wurde gerade geschaffen. Richtig. Zurück zu unserer neuen Gegenwart. Ich kann es kaum erwarten, Fräulein Lynn und Fräulein Camilla wiederzusehen. Also werden die vergangenen 10 Jahre sich ins Nichts auflösen. Nun ja, nicht vollständig. Einige Erinnerungen werden uns bleiben. Einschließlich der Erinnerung an mein Verbrechen. So läuft dieses Spiel der Toten nun mal, hä? Welche Gründe ich auch hatte. Es ändert nichts daran, dass ich Lynn als Geisel nahm und ihr eine Waffe an den Kopf hielt. Ich wollte auch nicht davonlaufen vor dieser unentschuldbarsten Tat in meinem neuen Leben. Hey, Sissel. Ja? Wenn wir zurückgehen, werden unsere beiden Schicksale nicht mehr länger miteinander verwoben sein. Es wird so sein, als wären wir uns nie begegnet. Bevor es soweit ist, möchte ich noch etwas sagen. Heute Nacht nahm ich dir mit den eigenen Händen das Leben weg. Mir tut es von ganzem Herzen leid. Das ist bereits Teil der verlorenen Vergangenheit. Unsere Schicksale haben sich geändert. Nicht wahr, Yomir? Danke, Sissel. Ich bin so froh, dich getroffen zu haben. Und ich dich, Yomir. Sissel? Werden wir uns jemals wiedersehen? Falls nicht, könnt ihr es nicht ertragen. Keine Angst, Rakete. Ich bin sicher, dass wir uns eines Tages wiedersehen werden. 10 Jahre in der Zukunft werden sich unsere Wege mit Sicherheit kreuzen. Wir müssen einfach so lange warten. Sissel, ich werde dich nie vergessen. Auch ich werde dich nie vergessen, tapferer kleiner Hund. Wie es aussieht, wirst du nun bei mir leben. Machen wir uns also auf den Weg nach Hause. Nach Hause, hm? Das klingt toll, Kommissar Jode. Wir alle waren Zeugen eines Neuanfangs. Und nun kehren wir alle in unsere eigene, neue Gegenwart zurück. Wir verabschieden uns von den Teilen unserer Lebensgeschichte, die verloren gehen werden, in der Hoffnung, dass sich unsere Wege eines Tages wieder kreuzen. Halt! Tja, bevor du in eine neue Gegenwart zurückkehrst, wollte ich dir noch danken. Tja, wir haben jemanden vergessen. Einige von euch haben ja in die Kommentare geschrieben, dass sie vermutet haben, dass Ray die Schreibtischlampe der Böse hinter allem ist. Wir wissen ja jetzt, dass es nicht so ist, aber wer ist Ray wirklich? Tja, bevor ich aufhöre zu existieren. Oh, du bist es. Ja, ich bin's, Ray, falls du mich schon vergessen hast. Dank deiner Hilfe hat sich alles so entwickelt, wie ich es mir erhofft hatte. Ich bin dir sehr dankbar, Sissel. Doch vergiss nicht, ich war nur auf der Suche nach meinen verlorenen Erinnerungen. Ja, das weiß ich doch. Ich weiß alles über dich. Kann ich dich mal was fragen, Ray? Ich wüsste gerne, wer da was bist du eigentlich? In Ordnung. Ich werde es dir erzählen. Lass mich dir von einer anderen Version der Ereignisse in dieser Nacht erzählen. Heute Nacht hast du viele Schicksale verändert. Als erstes das ihre. Wärest du heute Nacht nicht für sie da gewesen, wäre es ihr Schicksal gewesen, an einem einsamen Ort am Rande der Stadt zu sterben. Was glaubst du, was wäre passiert, wenn es so abgelaufen wäre? Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Die Geschichte eines kleinen Wesens. Nachdem sie ihr in dieser Nacht das Leben nahmen, brachen sie in ihre Wohnung ein. Mit Yomir, tja.
Sie stahlen die Holzkiste aus dem Versteck unter der Decke und verschwanden. Und dann? Tja, Jumiel war ja in der Nähe. Jumiel, so rum. Wurden zwei kleine tote Körper zurückgelassen. Doch. Der Geist des kleinen Burschen lebte weiter. Verzweifelt reckte er seiner Herrin die Pfote entgegen, als plötzlich ein Wunder geschah. Was? Na sowas. Die Kräfte der Toten? Aber wie? Er verstand es selbst nicht. Jedenfalls noch nicht. Aber nach allem, was du jetzt weißt, wette ich, du verstehst es, oder? Hey, warte mal eine Minute. Du liegst richtig. Er starb im Inneren der Aura, dieser seltsamen Energie. Doch unglücklicherweise genügten seine schwachen Kräfte nicht, um seine kleinen Herren zu retten. Nur mit der Kraft, Gegenstände zu tauschen, konnte er einfach nichts ausrichten. Er brauchte die Kraft, Gegenstände zu manipulieren, um seine kleine Herrin zu retten. Der kleine Bursche verfolgte die Männer, doch es gab noch immer nichts, was er tun konnte. Am Ende ließ man ihn mit dem Mann in Rot im tiefen, tiefen Ozean zurück. Schließlich reiste er zurück in die Welt von vor 10 Jahren, zu dem Moment, an dem der Mann in Rot starb. Was? Er entschied sich zu warten. Er entschied sich zu warten, bis diese Nacht wiederkäme. Und das ist die andere Version der Geschichte dieser Nacht. Eine Geschichte, die 10 Jahre brauchte, um wiedererzählt zu werden. Du warst das also? Tja, eine alte Rakete. Richtig, ich bin Rakete. 10 Jahre sind eine lange Zeit in Unterjahren. Du konntest die Schicksale dieser Menschen nicht alleine ändern, also hast du dich entschieden, 10 Jahre zu warten. Richtig, schließlich war es soweit. Die schicksalhafte Nacht nahm wieder in den Lauf. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits alt geworden und meine Kräfte waren schwach. Also entschloss ich mich, jemanden zu finden, der mir dieses Mal helfen könnte. Ich glaube, ich nehme weiter die alte Stimme. Es ist zwar Rakete in alt, aber ich glaube, das klingt nicht so gut. Jemanden, der andere Kräfte als ich besaß. Hey, warte mal. Du konntest die Schreibtischlampe manipulieren. Im Laufe der langen Jahre haben sich meine Kräfte verändert. Meine Kraft, Dinge zu tauschen, wurde schwächer. Dafür konnte ich nur kleine Objekte manipulieren. Aber wieso? Hast du dann nicht mit dir selbst zusammengearbeitet? Weil ich es nicht konnte. Wieso? Ich beobachtete den Mann in Rot und sah so individuelle Unterschiede in unseren Kräften. Ich konnte nichts von den Dingen tun, zu denen er fähig war. Wie zum Beispiel über die Telefonleitung zu reisen. Was? Das klingt vielleicht nicht nach viel, aber diese Kraft ist sehr wichtig. Besonders, wenn man versucht, jemanden zu verfolgen. Doch da gibt es etwas, das ich nicht verstehe. Du wusstest von Anfang an, dass ich diese Kraft besaß. Woher wusstest du so viel über mich? Wieso sollte ich das nicht? Schließlich waren wir uns in dieser allerersten Nacht schon begegnet. Wir sind uns was? Wir sind uns schon vorher begegnet? Als ich dem Gespräch der beiden Eindringlinge in der Wohnung lauschte, erfuhr ich, dass Fräulein Lin ihr Leben auf dem Schrottplatz am Rande der Stadt verloren hatte. Ich folgte den Wegen der Geisterwelt bis zum Schrottplatz und sah etwas Unglaubliches. Man stellte sich bloß vor, dort in der dunklen Ecke sah ich eine munter wackelnde Schreibtischlampe. Ich sage dir, mir stand mein Fell zu Berge. Das war ich? Also hat man mich in dieser ersten Nacht ebenfalls erschossen, nicht wahr? Außerdem hattest du dein Gedächtnis verloren. Du warst gerade gestorben und verwirrt. Du hast dich geweigert, mir zu helfen. Ich habe was? Ich suche mein verlorenes Gedächtnis. Es tut mir leid, aber ich kann dir nicht helfen. Das waren deine Worte.
Und dann bist du verschwunden. Über die Telefonleitung. Es tut mir wirklich leid, dass ich dir nicht geholfen habe. Darum entschied ich, dass ich dieses Mal dein Verlangen zu unserer beider Vorteil nutzen würde. Unser beider Vorteil? Dich interessiert es nur, dein verlorenes Gedächtnis wieder zu erlangen. Wenn ich dich auf den richtigen Weg führen würde, profitierten wir beide davon. Und der richtige Weg wäre der Weg zum Mann in Rot, zu Yumiel. Was? Ich gab dir Informationen, die nötig waren, um dich in die richtige Richtung zu lenken. Zuletzt setze ich dir eine Frist. Eine Frist? Richtig. Ich sagte dir, du hättest nur bis morgen Frühzeit. Hätte ich das nicht getan, hättest du heute Nacht nicht die Wahrheit erfahren. Und der Mann in Rot wäre für immer auf dem Grund des Meeres verloren. Wäre es so passiert, wäre alles zu Ende gegangen. Du meinst die Geschichte, dass man aufhört zu existieren? Ach klar, frei erfunden das Ganze. Wie unanständig von mir, ich weiß. Dabei wollte ich nur, dass du deine Zeit sinnvoll nutzt. Oh Mann, ich gebe es ungern zu, aber dieser kleine Hund hat mich auf jede mögliche Art überlistet. Nennen wir es einfach die Weisheit des Alters. Tja, also ist eigentlich Rakete der zweifache Held des Spiels sogar. Neben mir natürlich. Neben Sissel. Nun ist es an der Zeit, Lebewohl zu sagen. Diese letzten 10 Jahre werden aufhören zu existieren. Und mit ihnen auch ich. Rakete. Ich habe an dich geglaubt. Ich wusste immer, dass du es schaffen würdest. Und so war es. Danke. Ich danke dir von ganzem Herzen. Rakete. 10 lange Jahre hast du gewartet und gewartet. Und alles nur, um deine beiden Frauchen, Lynn und Camilla, zu retten. Natürlich. Denn das ist es, was Funde tun. Also dann. Auf Wiedersehen, Sissel. So geht die Geschichte einer Nacht zu Ende. Niemand außer uns weiß, was in dieser Nacht und in dieser Stadt wirklich geschehen ist. Ich mache mich auf den Rückweg, zurück in eine neue Gegenwart. Huch. Warum ist es so dunkel? Ich schalte mal das Licht an. Lynn! Und da ist die Falle. Die ja diesmal nicht manipuliert wird, weil Yumiel nicht gestorben ist. Und da ist Sissel. Hehe, überrascht? Darauf kannst du Gift nehmen. Du hast mich fast zu Tode erschreckt. Juhu, es hat funktioniert. Aber ich habe heute ja nicht mal Geburtstag. Vorgestern hatte meine Mama Geburtstag. Diese Überraschung war für sie, aber sie war zu toll, um sie nur einmal zu benutzen. Das ist schon in Ordnung, Lynn. Immerhin feiern wir heute die Geburt einer neuen Stelle als Kommissarin. Wirklich? Danke, Kommissar Jode. Papa, du bist daheim. Hallo, Camilla. Darf ich vorstellen? Das ist Lynn. Sie ist heute frisch zum Kommissariat gekommen. Hallo, Camilla. Schön, dich kennenzulernen. Ebenso, Lynn. Und herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Job. Stimmt etwas nicht? Du hast auch eine dieser Marken? Oh, die hier? Ja. Ich habe auch so eine. Mein Papa hat sie mir neulich gegeben. Aber deine sieht viel älter aus als meine. Haha, wie lange willst du diese Spielzeugmarke denn noch tragen, Lynn? Was ist schon dabei? Für mich ist sie das Zeichen eines echten Kommissars. Seitdem sind 10 Jahre vergangen, nicht wahr? Wer hätte gedacht, dass du eines Tages wirklich Kommissarin wirst? Ich wusste es, als sie mir diese Marke gegeben haben. Ich wusste, dass es irgendwie mein Schicksal ist. Schicksal, hm? Und jetzt, wo ich Kommissarin bin, finde ich heraus, wohin mich dieses Schicksal führt. Haha, das tust du ganz sicher. Ganz sicher. Ja, streichel die Katze los. Oh, hallo. Sag nicht, du bist das gleiche Kätzchen. Doch, genau dasselbe. Weißt du was? Das ist eine ganz, ganz besondere Katze.
Er ist 10 Jahre alt, aber immer noch ein Kätzchen. Immer noch ein Kätzchen? Ja, er ist nie größer geworden oder so etwas. Was für ein rätselhafter kleiner Kerl. Ja, nicht wahr? Sein Name ist Sissel. Sissel. Es kommt mir vor, als hätte ich diesen Namen schon mal gehört. Na los, streichelt Sissel endlich. Ich glaube, Sissel mag dich, Lin. Ah, und da ist, wie heißt sie denn? Alma. Ich kann mir den Namen nur merken, weil das böse kleine Mädchen aus 4 so heißt. Aber das hat hiermit gar nichts zu tun. In Ordnung, alle miteinander. Lasst uns feiern. Okay, Mama. Lecker Hühnchen. Du bist bestimmt wie ich. Dein Schicksal hat dich auch irgendwie hierher geführt. Wenn du wüsstest. So treffen wir uns wieder, Sissel. Ah, sie kann sich auch erinnern. In dieser einen Nacht, als Mensch, habe ich einen Einblick in ihre Welt erhalten und dabei etwas gelernt. Ihr Schicksal, ihr Leben, alles ist miteinander verbunden. Irgendwo, irgendwie, auf irgendeine Art. Und jetzt ist dies mein neues Schicksal. Moment mal, warum habe ich eine Aura um mich rum? Was? Ich bin wohl wirklich eine Katze. Ich liebe es, zusammengerollt zu beobachten, wie ihre merkwürdigen und schönen Lebensmuster sich entfalten. Und wie es aussieht, gibt es hier für mich noch eine ganze Weile viel zu sehen. Ja, das war es. Das war Ghost Trick Phantom Detective. Ein unglaublich tolles Spiel, wie ich finde. Das Cabanela und Rakete. Yeah, yeah, kann auch tanzen, sehr gut. Und alles Gute zum Geburtstag, liebe Lin. Ich sagte doch, es ist nicht mein Geburtstag. Und Rakete, ich hab dich doch gebeten, die heimische Festung zu bewachen. Aber Geburtstage muss man doch mit Freunden und den Lieben feiern. Und den letzten Satz kann ich nicht lesen. Oh, was hat der denn da? Nudeln, nam nam nam. Ja, ich hoffe, ihr hattet mit diesem Spiel genauso viel Freude wie ich. Und fandet es genauso spannend wie ich, als ich es zum ersten Mal gespielt habe. Ich finde es schade, dass es vorbei ist, weil es ist einfach so ein schönes Spiel. Es gibt leider auch keinen zweiten Teil oder so, den ich noch spielen könnte. Das ist aktuell zumindest noch das einzige Spiel. Vielleicht kommt irgendwann ja mal ein Sequel. Ja, wie findet ihr das? Nicht schlecht, oder? Aber definitiv auch nicht gut. Vielleicht werde ich jetzt auch ein fantastischer Kommissar wie Inspektor Cabanilla. Welches Beispiel liefert der Inspektor seinen Männern bloß? Tja, eine tanzende Polizeieinheit. Ja, ich habe ja am Anfang des Projekts schon erwähnt, dass dieses Spiel vom Macher von der Ace Attorney-Reihe ist. Also Ace Attorney... Hier kommt das Essen, meine Herren. Phoenix Wright, Ace Attorney und so. Justice for All und... Memory? Was tun Sie denn hier? Und die ganzen Titel? Ich habe gehört, dass Sie heute neue Leute für die Sonderkommission wählen. Also arbeiten Sie wieder halbtags hier, um zu lauschen. Und Sie haben ja keine Ahnung, wie weit ich für meine Ziele gehe. Darf ich jetzt mal weiterreden, bitte? Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ach ja, genau, Ace Attorney. Falls euch das Spiel wirklich sehr gefallen hat, dann würde ich mich auch mal bereit erklären, einen der Ace Attorney-Teile zu spielen. Die sind auch sehr spannend. La 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 la, so habe ich noch nie gekocht. Bla bla bla. Kurukuma, Koriander, Krumin und Boxhorn-Tee, Currywurst in bla. Muss das neue Hühnchen-Curry denn wirklich sein? Ihr könnt das ja lesen, wenn ihr das lesen wollt. Oh, unser bester Kunde hat darum gebeten. Viel Glück beim Probieren. Lass mich raten, der beste Kunde ist Lin. Oh je, ich glaube nicht, dass ich noch einen Happen herunterkriege. Wer genau ist denn unser bester Kunde? Ach, der Curry-Typ! Cool!
Ich lass erstmal die Credits laufen. Ich denke mal, ich kann gleich nochmal danach in aller Ruhe erzählen, was ich jetzt überhaupt mit Ace Attorney so sagen will. Aber ich finde dieses Ende einfach schön. Es, alle Fäden, die aufgesponnen wurden, wurden wirklich zusammengefügt am Ende. Diese ganzen Fragen und Rätsel, die wir hatten. Oh, was machen die denn da? Brauchen wir wirklich so viel Sprengstoff? Keine Sorge, Schönheit. Ich habe mich genau an die Anleitung gehalten. 20 Kilo Schwarzpulver, genau wie es da stand. Ich glaube, du hast dich irgendwie mit den Kilo vertan. Ich denke nicht, dass es Kilo waren, sondern Gramm. Warte mal, 20 Kilo? Ich dachte, es sind 20 Gramm. Oh weia. Ja, geil. Der kann sich jetzt sein Händchen leisten. Ja, ich finde es einfach schön. Vor allem diese Fragen am Anfang, wo man sich so sagt, ja, wer bin ich? Und es werden immer neue Fragen aufgeworfen. Und es wird am Ende so spannend. Es ist einfach ein sehr tolles Spiel. Es ist zwar viel zu lesen. Ja, bald bist du also Papa. Genau, mein Engel. Mein lieber Gatte, hast du nicht ein paar Inspirationen für mich? Du kennst doch spannende Geschichten, etwa über die Fehltritte eines Ministers. Na, musst du so von unserem kleinen Engel reden. Auf das trübselige Gemüt meines lieben Ehemanns. Hat sie ihm gerade das Glas vor den Kopf gehauen? Ah, das ist so schön. Und ja, es ist halt viel zu lesen. Es ist halt eine halbe Visual Novel, wenn man so will. Mit Rätseln zwischendurch, aber ich weiß nicht, ich mag so eine Art von Spiel und vielleicht war es für euch auch einigermaßen erträglich dadurch, dass ich es vorgelesen habe, auch wenn ich vielleicht nicht mal gut vorgelesen habe. Der Dinge tut, die Trauben sind gut, bla bla. Die Junoa kratzt fast schon einen Meeresgrundboss und seien sie gewarnt. Oder gewappnet. Himmel! Ganz ruhig, willst du, dass ich Warnvorstellungen bekomme? Ich glaube, ich bin gerade beinahe vor Angst gestorben. Sie hat ihm recht. Ja. Musik Masakazu Sugimori. Ich frage mich, ob der auch den Soundtrack für die Ace Attorney-Spiele gemacht hat, weil der passt auch ziemlich gut. Also das finde ich halt auch... Ah, da ist der Rocker. Mit Tauben. Ja, geil. Liebe Frieden und Tauben, lang lebe der Rock'n'Roll. Und der Doktor. Oh nein, mein Bildschirm ist gerade ausgegangen. Ich hoffe, das wirkt sich nicht auf die Aufnahme aus. Also... ein bisschen ausbewegen. Ich sehe jetzt wieder was, keine Sorge. Und ich finde es halt jetzt auch nochmal schön, wie jetzt nach den Credits alle Charaktere nochmal dran kommen. Das ist cool. Der Park muss eintrittsfrei bleiben. Schützt die Rechte derer, die hier wohnen. Tja, manche Schicksale lassen sich wohl nicht so einfach verändern. Ja, die Musik finde ich halt auch ziemlich cool in diesem Spiel und sehr passend für die einzelnen Momente. Also wenn es ein ruhiger Moment ist, ist sogar gar keine Musik da. Und das ist einfach cool. Das gefällt mir. Hey, Moment. Der falsche Typ tanzt, oder? Heute... Nein, doch nicht. Heute ist es soweit. Der kommt endlich raus. Weißt du, uns allen geht dein Getanze ziemlich auf den Geist. Ach was, ich find's cool. Dann zeige ich euch noch einen Tanz, der seit Generationen in unserer Familie getanzt wird. Den tanzen wir, wenn wir Bauchweh haben. Wir nennen ihn Tanz den Schmerz vor Tanz. Oh, das interessiert mich total. Kannst du ihn mir zeigen? Nächste Woche? Klar doch. Cool. Tja, und wäre du aus dem Gefängnis kommen? Könnte ich solchen denken? Wer hat denn die deutsche Übersetzung gemacht? Englisch, Französisch, da, deutsche Überarbeitung. Martin M. Strosschein. Strosschein? Strosschein. Und Florian Seidel. Blablabla, was haben wir denn noch so? Entwicklungspromotion. Ja, ich finde es halt sehr schade, dass dieses Spiel ziemlich untergegangen ist. Es wurde echt von vielen, vielen Seiten und Magazinen hochgelobt, aber irgendwie hat es trotzdem keiner gekauft, was ich sehr, sehr schade finde. Ich habe es am ersten Tag geholt. Ich hatte in der G damals, als es noch ein richtiges Druckmagazin war und nicht nur einmal im Quartal irgendwie erschien, habe ich davon gelesen und ich fand das Konzept ziemlich cool und das, was sie geschrieben haben, war auch sehr gut. Und ich habe es mir dann geholt und gespielt. Und sehr schnell durchgespielt, weil ich es einfach so spannend fand, dass ich nicht mehr aufhören konnte. Und dann war ich traurig, dass es vorbei war, ja.
Genau, Sissel ist im Gefängnis. Sissel ist im Gefängnis. Jomiel ist im Gefängnis. So ändern sich die Schicksale doch ein bisschen. 10 Jahre, Jomiel, heute ist deine Zeit vorbei. Die junge Dame, die dich immer besucht, wartet draußen. Wer besucht ihn denn immer? Ist das etwa Lin? Oder ist das seine Verlobte, Sissel? Vielen Dank, Sissel. Tja, und so hat alles doch noch ein Happy End. Hironobu Takeshita. Ich frag mich gerade, was das... Nee, Kaiji Inafune? Welcher war das noch? Oh, ein schönes Bild. Ich hätte auch gern so ein Bild. Also sowas würde ich mir echt in mein Zimmer hängen. Das ist cool. No. Oh Gott, das Bild bewegt sich. Tja. Ich möchte auch so eine Katze haben. Tja. Das war's dann wohl, oder? Kommt Sissel jetzt noch? Sissel ist doch schon im Bild. Kommt Jomiel noch ins Bild? Nee. Nun gut. Die Musik wird leiser. Ich denke, das war's. Oder? System nicht ausschalten. Speichern erfolgreich. Ja! Das war's nun. Ghost Trick Phantom Detective. Ein sehr schönes Spiel. Was ich noch sagen wollte... Ach ja, Kapitelauswahl kann ich euch auch nochmal kurz zeigen. Ich kann jedes Kapitel nochmal spielen, wenn ich möchte. Hier kann ich mir auswählen, das ist ziemlich cool. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Ace Attorney, die Ace Attorney-Reihe, ist vom gleichen Macher. Die kam aber vor Ghost Trick raus. Also jetzt ist glaube ich gerade ein neuer Teil für den 3DS in Entwicklung. Aber die 5 Teile davor kamen, oder 6 Teile, in Japan sind 6 Teile erschienen, kamen vor Ghost Trick raus. Und zwar die ersten 3 Ace Attorney-Teile eigentlich für den Game Boy Advance. Und die sind hier in Europa aber nie erschienen. Und dann später, als der DS rauskam, wurden sie auch dafür geportet und sind dann hier auch in Europa veröffentlicht worden. Und ich habe nur den ersten Teil davon gespielt. Den fand ich auch sehr cool. Also sind auch sehr spannende Geschichten dabei. Bis teilweise ähnlich durchgedreht wie die Geschichte von Ghost Trick. Und ja, wie gesagt, vom selben Macher. Falls ihr das sehen wollt, dann sagt mir Bescheid. Dann werde ich das irgendwann mal spielen. Meine nächsten Projekte sind allerdings schon geplant, das heißt, es wird ein bisschen dauern, aber ich werde auf jeden Fall darauf zurückkommen, falls ihr das sehen wollt. Ja, und ansonsten, ich hoffe, dass ihr vielleicht auch meine anderen Projekte sehen werdet. Mal schauen, vielleicht mal reinschauen oder so, vielleicht gefallen sie euch ja. Ich habe da die eine oder andere Perle noch geplant. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr darüber nachdenken, mich zu abonnieren. Und weiterhin fleißig Kommentare schreiben, bitte. Das ist das Beste am Let's Playen, wenn dann das Video hochgeladen hat und dann nach und nach die Kommentare kommen. Das ist immer sehr schön, die zu lesen. Das ist eigentlich das Beste am Spiel. Also ihr seid auch der Grund, warum mir das Ganze Spaß macht, warum ich damit weitermache. Und ja, mehr habe ich eigentlich auch gerade nicht zu sagen. Also ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann bei anderen Videos wieder. Denkt dran, es kommt noch ein Special-Video, wo ich hier die Informationen zeige, die hier zu finden sind. Da zeige ich dann noch mal ein bisschen was. Und dann, ja, das zeige ich dann später. Dann sehen wir uns noch mal beim Special bestimmt. Also, bis dann.